Dankeschön. Jesus ist genug für mich. Und wenn ich ihn habe, habe ich alles, was ich brauche. Die ganze Fülle und was auch immer sei. Mein Thema heute ist, erlebe deine Wunder, also deine privaten, persönlichen Wunder, was dich persönlich betrifft. Denn wir sind ja in einer wunderbaren Welt hineingesetzt worden. Wir sind nicht irgendwie ausgesetzt, sondern hineingesetzt. In das Paradies hat Gott den Menschen eingesetzt. Und das war eine wunderbare Welt. Und wir wollen diese Welt wieder zurückerobern, wieder zurückerleben und so weiter. Erlebe deine Wunder, verstehe, was um dich herum geschieht. Keine Zufälle, sondern es ist alles wohlweislich geplant, bis aufs i-Tüpfelchen. Erlebe die Gegenwart Gottes, wie Gott in dir und mit dir ist und wie er dich führt und leitet. Betrachte aufmerksam dein Leben aus der Sicht Gottes, nicht aus der Sicht des Teufels oder der Menschen, der Masse und auch nicht aus deiner Sicht, sondern aus der Sicht Gottes, so wie Gott dich sieht. Ja? Und du wirst erkennen, das sind alles lauter Wunder. Das, was um dich herum geschieht, da ereignen sich laufend Wunder. Und die größten Wunder, die da um dich herum geschehen, sind sogar größer als die Teilung vom Roten Meer. Wir sind manchmal erstaunt, das Meer wurde geteilt. Nein, Gott hat so oft in deinem Leben schon Wege geöffnet, wo keine Wege waren, Türen geöffnet, wo keine Türen waren. Gott hat geführt und Gott hat geleitet bis zu diesem Augenblick. Mit Gnade hat er uns geleitet. Du siehst, wie alles so wächst, wie alles sich so entwickelt. Ja, schau nur allein die Wunder der Schöpfung. Wunder der Schöpfung. Um 1700 hat jemand ein Lied geschrieben, die Himmel rühmen, ein herrliches Lied, die Himmel rühmen des ewigen Ehre. Ihr Schall pflanzt seinen Namen fort, ihn rühmt der Erdkreis, ihn preist die Meere. Vernimm, o Mensch, ihr göttliches Wort. Schau doch den Himmel an, schau die Zahl der Sterne an. Ja, wer trägt der Himmel unsichtbare Sterne? Wer führt die Sonne aus ihrem Zelt? Sie kommt und leuchtet und lacht uns von Ferne und läuft den Weg gleich als ein Held. Vernimm es und sieh die Wunder der Werke, die Natur, die sie ausstrahlt. Verkündet die Natur die Weisheit und Ordnung und Stärke des Schöpfers. Dir, dem Herrn der Welt, sei Ehre. Ja, kannst du dieses Wesen beachten und so weiter und schätzen, der sogar die Haare auf deinem Haupt gezählt hat, hat der Liederdichter weitergeschrieben. Den kleinsten Staub und dergleichen alles hat er geschaffen und wir sollen ihn ehren und ihm danken. Die Himmel rühmen, die Allmacht Gottes, die Erde rühmt, das Meer, wenn es braust, ja, was auch immer sein. Und dann sagt der Liederdichter, dein ist die Kraft, dein ist der Himmel und dein ist die Erde. An deinen Werken erkennst du ihn. Und er sagt, ich bin's und werde sein und ich werde sein und werde bleiben in alle Ewigkeit. Dein Gott und dein Vater. Du bist nicht ein Waisenkind, sondern Gott hat sich deiner angenommen. Selbst wenn du ein Findelkind bist, Gott liebt dich. Halleluja. Ich habe einige Findelkinder in meiner Gemeinde gehabt, hier sogar am Leopoldplatz. Da war einer, der hat im Gebüsch bei uns geschlafen, also nachts, und dann hört er Predigt und einmal kommt er rein, bekehrt sich, gibt sein Leben Jesus, wird getauft. Ja, und er hat den Heiland gefunden, ein Findelkind findet den Heiland, ist das nicht herrlich? Ja, und dieser Gott ist unser Schöpfer, ja, er ist Weisheit und Güte, ist ein Gott der Ordnung, er ist unser Heil. Ich bin's und ich werde sein und ich werde bleiben. Gott verändert sich nicht. Erlebe die Wunder der Gnade. Nicht nur die Wunder der Schöpfung, sondern auch die Wunder der Gnade, dass er uns die Sünden vergibt. Und ich möchte zuerst einmal von den Wundern der Ungnade sprechen. Verstehst du, was auch alles passiert? Begreife Gottes Handeln in deinem Leben. Auch die Wunder der Ungnade sind Zulassungen Gottes. Wir denken immer nur das Schön und Herrliche, die Sternlein, die Sonne und das alles, das wäre vom lieben Gott. Nein, auch das andere, auch die Nacht ist vom Herrn, auch die Nacht. Ja, überall wirkt der Herr durch Worte, durch Gesetze, wie auch immer ist. Gott ist ein Gott des Kosmos, der Geschichte, meiner Geschichte, meiner Familiengeschichte. Gott tut nichts, ohne vorher anzukündigen. Amos Kapitel 3, Vers 7. Sein Ratschluss teilte seinen Knechten und Propheten mit. Gott schreibt Geschichte. Halleluja. Und wenn wir sagen Schicksal, dann ist es nur, Gott wollte nicht unterschreiben. Oder wenn wir sagen, Zufall ist auch genau ein Pseudonym für Gott, er wollte nicht unterschreiben. Gott schreibt Geschichte, macht Politik, steuert die Kriege,
gibt Sieg oder Niederlage, setzt Könige ein und setzt Könige ab. Ja, er bestimmt sogar das Wetter, ob es jetzt heiß ist oder kalt ist oder eine Dürre kommt, was auch immer ist. Gott bestimmt unsere Realität, was wir werden, Männlein oder Weiblein. Ja, der bestimmt die Tatsachen, er bestimmt unsere Entwicklung. Er ist der Herr im Großen und im Kleinen und nimmt alles aus Gottes Hand. Da erlebst du die Wunder. Ja? Reinhard Bonk hat einmal gesagt, er lebt von der Hand in den Mund, von der Hand Gottes in den Mund. Gott füttert ihn, Gott erhält ihn, Gott versorgt ihn. Wie sieht unsere Realität aus? Wer und was bestimmt unser Leben? Lass uns darüber nachdenken. Zuerst einmal, lass uns erkennen, was der Teufel alles macht. Auch der Teufel wirkt Wunder. Der Antichrist, der lässt sogar Feuer vom Himmel fallen. Verstehst du? Da lässt er irgendwann eine Atombombe runterfallen oder eine Bombe, was auch immer sei. Ja. Gott macht schreibt das Drehbuch, die Strategie, bestimmt den Fahrplan für die ganze Welt. Weil die meisten Leute sagen, es gibt keinen Gott. Ja, Gott steuert doch alles. Wunder dich nicht, was auf dieser Welt passiert, im Positiven wie im Negativen. Wunder dich nicht. Ich bleibe immer, dieses Wort wundere dich nicht, aus Johannes 3, wo Jesus sagt, wundere dich nicht, ich habe gesagt, vom Neuen geboren zu sein. Ja, die meisten Leute wundern sich, was ist denn das? Ja, wir sind in der Endzeit. Ich möchte noch ganz kurz etwas politisch werden und dann komme ich wieder auf das geistliche Thema zurück. Im Daniel Kapitel 11, Vers 40, da spricht dieser Prophet Daniel und ich habe gesagt, Gott tut nichts, ohne vorher anzukündigen und selbst wenn es Jahrtausende vorher ist und diese Prophetie ist etwa 2500 Jahre alt und da sagt Daniel, der König des Südens wird mit dem König des Nordens sich die Kräfte messen und das erleben wir gerade jetzt, Amerika und Russland, verstehst du, und Afrika, jetzt haben die Saudis eine Konferenz einberufen in Asien dort und da sind 30 Staaten gekommen, da will der König des Südens sich mit dem König des Nordens messen. Und ich möchte jetzt auch ganz kurz auf den Putsch in Niger eingehen. Morgen läuft das Ultimatum ab. Ja, der globale Süden hat genug von dem Westen, will nicht mehr mit dem Westen was zu tun haben. Es ist genug vom Westen ausgeplündert worden, dieser Niger, verstehst du? Das ist ein armes Land. Ja, und in Frankreich gibt es keine Goldminen, aber die Franzosen besitzen 2400 Tonnen Gold. Und wenn man fragt sich, wo kommt das alles her? Ja, aus den afrikanischen Staaten ausgebeutet. Auch das, weißt du, auch das gehört dazu, dass Völker ausgebeutet werden. Gott lässt beides. Und mein Thema hier heute ist ein bisschen, Gott lässt beides wachsen bis zur Ernte. Den Weizen und auch das Unkraut. Das Gute wie das Böse. Wir dürfen da nicht einfach sagen, Gott ist nur für das Gute zuständig. Gott ist für alles zuständig. Er gibt das grüne Licht, wenn er es nicht erlaubt, dann erlaubt er es nicht. Ja. Und gerade Frankreich hat es, gerade in den ehemaligen französischen Kolonien, Mali, Niger, Burkina Faso und so weiter, nach den offiziellen Ausgaben etwa 70 Tonnen Gold pro Jahr abgebaut. Ja, da kommt es alles her. Da kommt es alles her. Wundere dich nicht, wenn die Völker des Westens sich aufbäumen, gegen den Westen sich aufbäumen, die Afrikaner, die Asiaten, die schütteln das Joch, das fremde Joch ab. Der Teufel ist ein Räuber und ein Dieb. Und das sind auch seine Wunder. Er bestiehlt so einmal die Leute, beklaut die Leute, bringt die Leute um, versklavt. Ja, wer hat mit Zentralafrika versklavt? Das waren die Weißen, die Engländer, die Franzosen, die Holländer. Bis vor kurzem hat Frankreich von Niger ein Drittel des Urans bezogen für seine 56 Kernkraftwerke aus den Uranminen im Niger sich abgeholt, einfach sich so unter dem Nagel gerissen. Wundere dich nicht, wundere dich nicht. Ja, es sind negative Wunder, die passieren und Gott lässt es zu. Gott blockiert es nicht. Ich habe oft mich gefragt, warum diese Ungerechtigkeit. Aber in der Bibel heißt es, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird uns solches alles zufallen. Wir sollen nach Gottes Wunder trachten, nach Gottes Segen, nach Gottes Herrlichkeit. Ja, und gerade diese armen Länder, Mali, Niger und diese ganze Sahelzone, dort in Niger, ein Drittel der Kinder sind unterentwickelt, untergewichtig, 63% sind Analphabeten, man hat das Volk unterdrückt. Auch das ist ein Wunder, satanische Wunder.
Wunder vom Teufel, ja. Nur die Hälfte der Einwohner hat Zugang zum sauberen Trinkwasser im Niger. In den nächsten Tagen wirst du einiges hören über Niger, wie sich da der Westen zusammenschließt und einfach, wir werden wieder Demokratie unter das Volk bringen. Wundert dich nicht. Wenn die Bürger Nigers dreimal so groß wie Bundesrepublik und so weiter das Joch abschütteln wollen, auch das gehört dazu, dass plötzlich aufstehen die Nationen, ein Volk erhebt sich gegen das andere, so steht es in der Bibel. Kriegsgerüchte werden auf der ganzen Welt hören und ihr werdet erschreckt nicht, das ist nur der Anfang der Wehen. Wir sind im Geburtswehen einer neuen Zeit. Ja? Die Menschen lösen sich von den Ketten, auch das ist ein Stück der Propaganda, des Werkes Gottes hier in unserem Leben. Wie auch immer, die Welt versteht es nicht. Wie kann Afrika, das über so viel Reichtum verfügt, zu den ärmsten Kontinenten der Welt gehören? Wie kann das? Ja. Es ist nicht unterentwickelt. Die Leute sind nicht dümmer. Sie sind nur überausgebeutet. Ja, überausgebeutet von Bösewichten. Von Bösewichten. Glaube doch nicht an den Informationskrieg der Europäischen Gemeinschaft. Die EU-Bürokraten wollen nur Stimmung erzeugen, zu ihrem Gunsten, zu ihrem Vorteil und die Völker weiter ausbeuten. Ich rede nicht hier deshalb politisch, ich will nur auf ein Thema nachher zurückkommen, dass ich sage, guck mal, ich möchte lieber von der Gnade und der Liebe Gottes abhängig sein und nicht von der Gnade irgendwelcher Nationen und Völker. Und langsam wachen die Völker auf. Sie sehen nicht mehr den Putin als den Bösewicht, sondern vielleicht als einen Vorkämpfer für die Freiheitsbewegung. Ich bin erstaunt, wenn ich so Bilder sehe über Niger, da winken sie mit den roten Fahnen. Verstehst du, die heißen, die Russen willkommen. Frag mich, warum? Ich frage mich, warum? Wundere dich nicht, wenn diese Länder mit der roten Flagge winken. In meiner Bibel heißt es, am Mangel an Erkenntnis oder Vision und so weiter geht das Volk zugrunde. Man hat die Völker ausgenutzt. David Livingstone hat einmal gesagt, er hat Afrika erschlossen, er hat bereist Afrika und Afrika entschlossen. Er sagte, wenn ich das alles gewusst hätte, was die Leute aus Afrika gemacht haben, ich wäre niemals nach Afrika gegangen. Verstehst du, da kamen die ganzen Geschäftsleute, die ganzen Räuber und die haben das Volk ausgeraubt. Ich wäre niemals nach Afrika gegangen, das hat er am Ende seines Lebens gesagt. Ja, und die Afrikaner waren ehrlich und sind ehrlich. Sie lassen das machen, sie lassen sich unterdrücken, sie bevormunden über Vorteile. Die müssen ja wissen, die haben ja studiert, ja, die haben ja studiert und lassen sich ausrauben und das schon seit Jahrhunderten. Ja, seit Jahrhunderten. Hier passiert etwas auch vor unseren Augen und wir sehen die Dinge. Wenn ihr Kriegsgeschreie hört, Hungersnöte hört, von Flüchtlingen hört, wenn ihr das hört und betet, dass vor allem das für die Schwangeren, dass ihre Flucht geschehe am Sabbat und im Winter. Ja, da geschieht so vieles. Diese Begleitwunder. Gott hat mir für die Predigt hier einfach Begleitwunder, das Stichwort Begleitwunder gegeben. Wir sollen auf die Begleitwunder achten. Was begleitet das Leben der Menschen, der Kulturen, der Kirchen, der Religion? Was begleitet, verstehst du? Und dann endet das alles in der Hure Babylon nachher, die ganzen Begleitwunder. Die Kaufleute sind reich geworden und sind, ja, die Völker sind trunken von dem Blut der Heiligen. Wie auch immer ist, und das, mich hat, ich bin lustig oder habe gedacht, Mensch, geschmunzelt. Ja, und da hat Amerika gesagt, wir wollen nach dem 6. August, wollen wir wieder die Regierung einsetzen, demokratische Zustände einsetzen. Und solange werden die Hilfsleistungen für Niger ausgesetzt. Dann schrieb ein General an Amerika, an USA und sagt, hört mal, wir brauchen eure Hilfe nicht. Obwohl sie bettlerarm sind, wir brauchen eure Hilfe nicht. Bei euch gibt es so viel Obdachlose und so viele Bettler. Hilft denen zuerst, denn die Nächstenliebe fängt zu Hause an. Haben sie zurückgeschrieben. Verstehst? Obwohl sie selber nichts haben, weißt du, aber sie lassen sich nicht unterbuttern. Nächstenliebe beginnt zu Hause. Da beginnen die Wunder. Wunder dich nicht. Ja, wenn plötzlich ein Krieg beginnt und der nächste Krieg wird da unten in Afrika beginnen, denn die werden nicht nachgeben. Und da haben sogar ja, die ganzen Dings, Völker ringsherum haben gesagt, wir werden Niger unterstützen. Wir werden uns das nicht alles bieten lassen. Wunder dich nicht. Die Strategie Satans, die Ausbeutung, die Unterdrückung, die Lieblosigkeit, Mord und Totschlag, das sind auch satanische Zeichen. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.
Das ist überall auf der ganzen Welt. Und Jesus sagt, lass beides wachsen. Ich betone das ganz bewusst, deshalb habe ich auch das angeschnitten, damit man nicht nur von der Liebe Gottes spricht, sondern ich möchte auch von dem Bösewicht sprechen. Wundere dich nicht, dass selbst die Amerikaner, gläubige Ukrainer, kein Vertrauen mehr in die NATO haben. Die sagen das offen. Die sind ja undankbar, verstehst du? Der Brite, der Engländer hat gesagt, ja, die sind undankbar. Amerikaner sagen, die Ukrainer sind undankbar. Was wir ihnen reingebuttert haben, was wir ihnen gegeben haben, die distanzieren sich so langsam, die sind undankbar. Schau die Begleitwunder, wundere dich nicht. Über die Auswüchse, über die Endergebnisse. Wir müssen beides bis zum Schluss wachsen lassen. Das ist mir so groß geworden in diesen Tagen. Erwarte, erlebe deine Wunder. Vielleicht siehst du jetzt im Augenblick nicht, Wunder dauern etwas länger, habe ich irgendwo gelesen. Ja, gute Wunder dauern etwas länger. Erwarte, ja, Gott ist zuständig für das Gute und für das Schlechte und wir sollen beides wachsen lassen. Und dann kommen die Schnitter und die werden dann Spreu und so weiter dorthin trennen, wo es hingehört. Die Pharisäer, die Jünger Jesu, sie würden am liebsten Unkraut ausreißen oder die Jünger Jesu würden sofort verbieten, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Die haben uns nicht aufgenommen. Jesus sagt, lasst. Wenn du Wunder erleben willst, muss Gott zulassen. Das als nächstes zulassen. Lass es. Lass beides wachsen bis zur Ernte. Und er sagt, das löse ich von selbst. Das löse ich von selbst. Der Teufel, das Böse, kommt nicht weit. Es gibt ein Sprichwort, Lügen haben kurze Beine. Ich weiß nicht, ob du schon was gehört hast. Gott wollte Reife und genau das ist, was Gott will. Gott will nichts Unreifes. Erst die reife Frucht ist ihm angenehm, im Guten wie im Bösen. Und er lässt auch den Teufel, den Bösen ausreifen. Das muss sich alles herauskristallisieren. Gott ist ein Gott der Vielfalt. Er lässt es wachsen. Ich habe mich so oft aufgeregt, als ich junger Christ war. Wie kann der liebe Gott die Sonne scheinen lassen über Gerechte und Ungerechte? Aber das macht er. Und manchmal kriegen die Ungerechten mehr Sonnenschein wie die Gerechten. Mehr Regen als die Gerechten. Warum lässt er? Warum? Weil er ein gerechter Gott ist. Er will nicht, dass irgendjemand kommt zu ihm nachher und sagt, ja, wir konnten nicht anders, wir mussten uns so entscheiden. Nein, Gott hat jedem freien Willen gegeben. Und er soll offenbar werden, er sich zeigen, ob was echt ist, ob was wahr ist, ob was gut ist, verstehst du, das muss ich zeigen. Jetzt komme ich langsam zu dem Thema, erlebe deine Wunder. Der Teufel mag nicht diese Offenbarungen. Lass es wachsen bis zur Ernte. Er will schnell übers Knie brechen, schnell lösen die Sache. Nein, Gott lässt es wachsen bis zur Ernte. Göttliche Ideen sind dem Teufel gefährlich. Ja, Gott hat zugelassen 10 Plagen in Ägypten, bevor er das Volk Gottes rausgeführt hat. Warum? Weil er nachher, als sie dann ausgezogen sind, 10 Segnungen geschenkt hat. Gott wird dich segnen. Pass auf, was ich sage. Er lässt die Plagen zu, die 10 Plagen zu, und du musst einen Teil der Plagen mitmachen. Du musst nicht alles mitmachen, du wirst auch nicht alles mitmachen. Die Kinder Israel haben auch nicht alle Plagen in Ägypten mitgemacht. Bis zu gewissem Maß, bis zu gewissen Grenze. Aber sie haben 10 Segnungen bekommen. Ja, und Pharao wurde zermürbt, ihm wurde gezeigt, wer Gott ist, wer der Herr ist und so weiter. Und ja, und dann kriegen sie diese Segnungen. Manna, Wachteln in der Wüste, Wasser, die Wolkensäule, das Gesetz, die Stiftshütte. Ja, die eherne Schlange, da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Aber die mussten 10 Plagen durchmachen. 10 Plagen durchmachen. Stell mal vor, Gott entschädigt uns für die Schwierigkeiten, die wir haben, für die Probleme. Von Gott aus hat jedes Ding 2 Seiten, mehrere Möglichkeiten, nicht nur 2 Seiten, sondern noch viel mehr Seiten, wie ein Würfel. Als die Pharisäer Jesus in die Enge treiben wollten, sagte Jesus, zeig mir so ein Geldstück, verstehst du? Zeig mir so eine Münze. Wessen Bild trägt die Münze? Des Kaisers. Ja, dann sagt Jesus ganz einfach, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Ganz nebenbei. Wessen Bild trägt es? Gib Gott, was Gott gehört. Jesus war nicht so engstirnig, kleinkariert und kleinlich. Er war kein frommer Spießbürger. Lass beides wachsen. Lass beides wachsen. Der Mensch, ja, soll selber
erkennen, welcher Weg richtig und welcher Weg falsch ist, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Ja, der Mensch hat Befreiung, Gott hat den Menschen Befreiung gebracht von Dämonen, von Ängsten, was auch immer ist. Er hat Lebensregeln gegeben. Fang an, nach dem zu leben und du wirst Wunder erleben. Tut, was ich euch sage. Das war das erste Wunder, die erste Voraussetzung für das Wunder. Tut, was ich euch sage. Ist gar nicht so kompliziert, meine Lieben. Ja, Jesus predigte, und jetzt halte ich fest, ohne Liebe ist alles nichts. Ohne Liebe ist alles nichts. 1. Korinther 13, kannst weiterlesen, aber ich will nicht darüber sprechen heute. Ja, aber kannst nachlesen. Liebe ist das Begleitwunder des Lebens, des Heiligen Geistes, des Glaubens, des Wortes Gottes, das ist Liebe. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen und jetzt leben wir ein anderes Leben. Liebe ist nichts anderes, ja, als dass wir Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Und dann das nächste Gebot ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Kirchenvater Augustinus hat gesagt, und dann kannst du machen, was du willst, du bist immer richtig. Liebe Gott und deine Nächsten wie dich selbst. Ja. Die Liebe ist nichts anderes, als sich selbst zu lieben, ja. Sich selbst anzunehmen, von sich selbst beschenken lassen. Ja. Das ist das Begleitwunder, einfach die Liebe. Und die Liebe ist bei vielen Menschen, vor allem auch bei den Christen, erkaltet. Überleg einmal, wie war es, als du zum Heiland kamst? Da hättest du die Bäume ausreißen können, hättest jeden umarmen können und ihn ablecken können. Ja. Und heute, vorsichtig, ich könnte angesteckt werden. Ja, Angst. Liebe besitzt nichts und lässt sich besitzen. Das ist Liebe. Ja, die Liebe. Und so passieren Wunder. Der Schlüssel zu den Wundern Gottes ist die Liebe. Entdecke mal. In der Liebe ist alles wahr. Sie glaubt alles, sie duldet alles. Lies im Korinther 13, 1. Korinther 13. Ja, sie ist das einzige Ding, über das man nichts Absurdes sagen kann. Die Liebe hemmt nichts. Und ohne Liebe hört alles auf. Verstehst du? Das funktioniert nicht. Ja, ohne Liebe geht die Sache nicht weiter. Auch das Leben, dein Leben, wenn du Gott nicht liebst, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt, weißt du, was das alles ist? Springst rein in den Pott und dann wirst du das Wunder erleben. Die Liebe ist alles und wirkt alles und von ihr kann man alles sagen. Ja, der Liebe kann man alles zuschreiben. Die Liebe verträgt alles, die Liebe erduldet alles. Ja, und da passieren Wunder. Also, sie schickt der liebe Gott. Wenn du Jesus liebst, hast du für den Teufel nichts mehr übrig. Da ist dein Herz so voll, verstehst du, gibst und pfefferst und was weiß ich. Ja, durch die Liebe erlebst du die Wunder Gottes, seine Gnade. Er liebt mich. Ja, er liebt mich, so wie ich bin. Ja, er liebt mich und ich liebe ihn, so wie er ist. Weißt du, wir wollen, dass Gott uns so liebt, wie wir sind, aber lieb auch Jesus so, wie er ist, mit der Dornenkrone, durchbohrte Hände, durchbohrte Füße, hängt am Kreuz der Gekreuzigte, verstehst du? Ja, lieb ihn. Wo die Liebe beginnt, da hört Gewalt auf, da siegt die Liebe über alles. Ja, und ich habe eines festgestellt, Liebe ist keine Emotion. Doch, mein Liebster, mein Süßer, verstehst du? Nein, Liebe ist viel mehr. Ich möchte einfach von der Liebe reden. Und hier erlebe deine Wunder. Die Liebe ist ein neues Gesetz. Und in diesem Gesetz, sagt Jesus, ist alles zusammengefasst. Ja, liebe Gott, da ist alles drin. Im Leben, ja, nach diesem Gesetz, da funktioniert alles. Wer liebt, der sündigt nicht. Also ich möchte meinen Heiland nicht beleidigen, kränken. Liebe hat eine andere Meinung, lässt auch die andere Meinung gelten. Weißt du, heutzutage, wenn du nicht mein Bruder bist, hau ich dir den Schädel ein, so sagen viele Leute, ja. Aber die Liebe lässt sie sagen, naja, das ist deine Ansicht, deine Erfahrung, deine Führung, dein Erlebnis, ja. Da kämpft man nicht, verstehst du, da schließt man nicht gleich die Leute aus der Gemeinde oder aus der Partei aus, nur weil sie eine andere Meinung haben, ein anderes Gebetsbuch.
Ja, Liebe. Du erlebst Liebe, wenn du einfach ja, Gott folgst. Liebe berührt den Himmel. Gestern war kurz das Stichwort, das Gott mir gab. Ja, fang an zu lieben. Fang an zu lieben. Und du lebst positiv, hast andere Augen für diese Welt, verstehst, siehst die Dinge ganz anders. Du siehst mit den Augen der Liebe. Die Liebe ist nicht mehr extrem, stur und hart. Die Liebe kann vergeben. Die Liebe kann vergessen. Die ganzen Beleidigungen, Kränkungen, Ablehnungen, was auch immer sein mag. Die Liebe kann loslassen. Der Vater kann den verlorenen Sohn sagen, komm, Junge, kannst gehen. Du sollst mal Wanderbursche werden und mal die Welt kennenlernen. Verstehst du? Und ich gebe dir das Fahrgeld noch und zahle sogar dir dein Erbe aus. Und wahrscheinlich hat der Vater auch beschrieben, wo der überall hingehen könnte. Dort habe ich einen Freund und dort habe ich einen Freund. Ja. Liebe, sie glaubt weiter an das Gute im Menschen. Die Liebe ist sensibel. Ja, ja, sensibel, einfühlsam. Ja, die Liebe ekelt sich vor nichts. Verstehst du? Ich habe einen Bruder in Heilbronn in der Gemeinde gehabt, der hat gesagt, ja, ich möchte mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Ich habe gesagt, Bruder, bitte Gott um Liebe in dein Leben. Und dann hat er irgendjemand pflegen müssen, sollen, müssen. Und dem ist Speichel runtergelaufen und was weiß ich. Und er gibt mal Zeugnis dann in der Gemeinde, ich kann auch die lieben, wo denen der Speichel aus dem Mund kommt, verstehst du, die aus dem Mund riechen. Und ich kann sogar den Bruder den Hintern abputzen, verstehst du? Und genau das ist Liebe. Verstehst du, warum heutzutage niemand in die Pflege geht? Ja, ich kann doch nicht der Frau den Hintern abputzen. Ich kann das und das nicht, verstehst du? Ich kann sie nicht wickeln. Was auch immer, muss man das nicht alles machen? Ja, mein Lieber, guck mal, das machst du. Lob und Dank. Und ich danke Gott für alle, die Pflege, in der Pflege sind und Pflege betreiben. Ja, da ekelst dich nichts vor nichts, verstehst du? Das Bett ist wieder voll gekotzt, voll geschissen. Entschuldigung, dass ich so sage. Aber ich weiß, was Pflege ist. Ich habe meine Frau 7 Jahre, 24 Stunden, 7 Tage gepflegt. Ich weiß, was es ist. Ja. Für die Liebe ist nichts zu viel. Und deshalb die Frage, wenn man Leute traut, wir sollen zusammenbleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Und zwar in Höhen und Tiefen. Weißt du, ich kann jeden Deppen lieben in der Höhe, verstehst du, wenn so ganz Erfolg hat, blendend aussieht, wenn es Geld hat und wenn es gesund ist und so weiter. Aber dann, wenn er so zittert, verstehst du, ja, kannst du dann den Kerl lieben oder die Frau lieben. Und wenn du nicht mehr weißt, wie sie heißt, verstehst du, und wenn die Frau oder der Mann nicht mehr weiß, wer du bist, kannst du lieben. Bist du nicht Krankenschwester? Ja. Erzieherin. Ja. Ja. Ja, aber es geht in die gleiche Richtung. Es geht in die gleiche Richtung, ja. Die Begleitwunder, wir sollten hier zuerst mal die Wunder durchleben. Auch das ist ein Wunder. Ich kann die lieben, die mir unsympathisch sind, die mir schwierig sind, die mir Probleme machen, die mich kritisieren. Ja, wer liebt, hat ein starkes Immunsystem, der wehrt das alles ab. Bei dem läuft das Wasser wie bei der Gans, verstehst du, auf das Wasser abläuft. Ja, der wehrt das Negative ab. Der hat andere Gedanken, der ist tolerant. Ja, erlebe die Wunder der Liebe. Wenn du das mal hast, dann reden wir mal noch weiter. Verstehst du, die Wunder der Liebe? Ja. Und es fängt bei mir selber an, die Wunder zu erleben. Bei mir selber. Liebende entdecken einander, plötzlich tragen sie einander, sorgen füreinander, stehen füreinander ein. Wenn einer leidet, leiden alle mit. Ich werde nie vergessen, wir haben in Güglingen bei Heilbronn einen Fall gehabt. Da hat ein Bruder Autounfall gehabt, war selber schuld und muss 3000 D-Mark damals zahlen. Dann steht ein Bruder auf und stellt ihm einen Scheck aus von 3000 D-Mark. Verstehst du? Dir nichts, mir nichts, verstehst du? Das ist Liebe, ohne viel zu fragen. Wenn du das kannst, solltest du das machen. Das werde ich nie vergessen, verstehst du? Steht er auf, der hat ganz großes Kommentar abgegeben, der hat einen Scheck ausgefüllt und sagt, hier Bruder, bezahl deine Rechnung. Bezahl deine Rechnung.
ist Gott für uns. Und jetzt nochmals, was Liebe ist. Erlebe dein Wunder, wie Gott zu dir steht. Und ich muss ehrlich sagen, als junger Christ, ich habe Blödsinn gemacht, so einen schlimmen Blödsinn. Ich habe zuerst mich über einen Bruder aufgeregt, der bei uns in der Gemeinde, in einer Geschäftsversammlung, wegen so Lappalie ausgeschlossen wurde vom Abendmahl. Und dann ist mir was Dummes passiert. Und ich war so froh, dass niemand gesehen hat und niemand dabei war. Und dass Gott mich nicht verworfen hat. Dann habe ich noch getestet, bin ich noch Kind Gottes nach dieser Dummheit, nach diesem Fehler. Und ob ich noch in Sprachen beten kann. Und ich war verblüfft. Ja, ich habe in Sprachen gebetet. Und bete bis heute in Sprachen. Auch wenn du Fehler machst, Gott nimmt den Heiligen Geist nicht von dir. Meine Bibel sagt, er wird bei euch bleiben, ewiglich. Und das ist für mich ein Wunder gewesen, dass Gott hat seinen Geist nicht von mir genommen. Ich denke nur an den König Saul, der hat nicht richtig gehandelt. Und da ist der gute Geist Gottes von ihm gewichen. Und ein böser Geist erfüllte sein Herz. Aber dass Gott im Neuen Testament jetzt so gnädig ist, ist Gott für uns? Wer und was kann gegen uns sein? Wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Das ist die Liebe. Mich kann nichts und niemand von der Liebe Gottes trennen. Selbst wenn du nur große Dummheiten gemacht hast. Ja. Liebe ist Langzeitwirkung. Hört mit dem Tod nicht auf. Die Liebe bleibt bei uns auch über das Sterben, über das Grab hinaus, bis in alle Ewigkeit. Gott ist bei uns, auch wenn uns die Tage nicht mehr gefallen. Gott ist bei uns, auch wenn alles so schwer wird. Ja, wenn die Welt uns nicht mehr versteht. Ja, Gott ist bei uns, wenn alles Kopf steht, wenn alle mich verlassen. Ja, Gott ist bei uns. Und das ist für mich ein Wunder. Halleluja. Ich bin von Gott geliebt. Und dann kriege ich selige Träume. Ja, bin von der Liebe Gottes umgeben. Erlebe deine Wunder ist mein Thema heute Abend, diese Begleitwunder der Liebe Gottes. Wir erleben so viel satanische Wunder ringsherum um uns. Verstehst du, wo die Leute auf einem mit dem Finger zeigen oder was weiß ich, was sie einem zeigen. Ja, aber wir erleben auch die Liebe Gottes auf der anderen Seite. Und das ist viel schöner, die Barmherzigkeit Gottes zu erleben. Ja, ich rühme die Barmherzigkeit, die Gnade Gottes. Ja, und ich darf auch barmherzig sein. Und mich in der Barmherzigkeit üben, was es auch immer heißt. Erlebe die Begleitwunder des Glaubens. Erlebe den wohlwollenden Gott. Er will mich haben. Er lässt mich nicht los. Ich bin harponiert. Ja. Und Gott ist freundlich zu mir, auch wenn ich unfreundlich bin zu ihm. Wenn ich manchmal sagen, Gott, ich kann nicht glauben, ich verstehe dich nicht. Erlebe die Treue Gottes in deinen Schwächen. Ja. Er grenzt dich nicht aus. Er sagt nicht, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Weiche von meinem Angesicht. Nein. Kommt her, ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch erquicken. Das ist ein Wunder, dass du jeden Tag zum Heiland kommen kannst. Und seine Güte ist alle Morgen neu. Ja. Gehst ins Bett, traurig schlafen, niedergeschlagen. Und sagst, mein lieber Gott, heute habe ich lauter Mist gebaut. Ja, lauter Böcke geschossen. Und was auch immer gewesen ist, und seine Güte ist am nächsten Morgen wieder neu, stehst wieder auf. Halleluja, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein. Ja. Wir haben einen wunderbaren Gott, der lässt uns nicht fallen. Und wenn wir fallen in seine Hand. Du kannst nicht tiefer fallen als in seine Hand. Erlebe dieses Wunder. Die meisten Leute denken, wenn nur ein Toter aufersteht, was ist so eine Totenauferstehung? Oder was ist eine Krankenheilung, verstehst du? Das ist normal. Wenn du mit Gott lebst, das ist alles normal. Ich habe in Heilbronn eine Schwester gehabt, Emma hieß sie. Ich rufe zu Hause, damals hat man noch kein Handy gehabt. Dann rufe ich zu Hause an, Heide, ist irgendwas los, wo muss ich irgendwo dringend einen Hausbesuch machen? Dann sagt meine Frau, ach, die Schwester Emma liegt im Sterben. Aber ich habe der Betty gesagt, sie soll hingehen und mit der Emma beten. Und ja. Und dann komme ich hin und dann kommt die Betty mir entgegen und sagt, Emmy ist schon heimgegangen und wir haben den Arzt bestellt. Und ich gehe rein in die Wohnung. Auf der anderen Seite waren die Angehörigen schon versammelt, ja, um zu reden, wie es da weitergeht über die Tote. Ich komme rein und ich höre, wie die sich streiten, wer kriegt das, wer kriegt das, wer kriegt das. Und die Frau ist noch nicht einmal unter der Erde.
und ich komme rein. Und sowas ist bei mir noch nie passiert. Ja, und wie beim Propheten Elia, ich komme rein und nehme die Emma an die Schulter und sage, Emma, du darfst noch nicht heimgehen. Dein Haus ist noch nicht bestellt. Die macht die Augen auf, setzt sich hin, verstehst du, und sagt, was machen die da drüben im Nebenzimmer, verstehst du? Scheintote, Tote, was auch immer ist, im Koma, die Leute wissen mehr, als was du denkst. Hör mir jetzt gut zu. Ja, die wissen, was da passiert, wie die sich man um das Erbe streitet. Und dann bin ich rübergegangen, eure Emma lebt noch? Nein! Doch, habe ich gesagt, die sitzt da. Und die ist noch nach 6 Monaten sogar nach Spanien in Urlaub gefahren. Ja, das war die Emma. Ja. Und weißt du, das ist was Normales. Weg, Tote auf! Reinigte Aussätzige, was auch immer ist, das gehört zu unserem Dienst, zu unserer Arbeit. Wundere dich nicht. Aber die Wunder, dass wir von der Liebe Gottes getragen werden, von der Liebe Gottes geführt werden. Ja. Erlebe die Güte Gottes, der dich vor den Mächtigen schützt, vor den großen, starken, bösen, was weiß ich, vor dem Fresser, vor dem Frechen, vor dem ganzen Missbrauch, vor den ganzen Heuchlern. Ja, freu dich. Ich bin in der Hand Gottes, mich kann niemand aus seiner Hand reißen. Das ist mir zuerst mal das größte Wunder. Deshalb wundere dich nicht, dass ich gesagt habe, du musst von neuem geboren werden. Erlebe den tröstenden Gott, der dir Hoffnung gibt, dich besänftigt. Komm runter. Ja, wie oft hat mir der liebe Gott sagen müssen, manchmal, jetzt muss ich was unternehmen, verstehst du? Nein, komm runter, lass doch, lass doch. Und weißt du, wenn du von Gott geführt wirst, du wirst vom Heiligen Geist besänftigt. Ich habe einen Fall gehabt, habe die Gemeinde in Heilbronn übernommen und normalerweise, wenn ein Pastor was dort in der Gemeinde Gottes übernimmt, das übernimmt er alles mit Haut und Haaren. Und im Keller war so ein schöner roter Schrank, Mahagoneschrank, verstehst du? Und der Schrank war auseinandergebaut. Ich bringe den Schrank zu mir im Wohnzimmer, einen Flur und stelle es auf. Eines Nachts habe ich einen Traum. Weißt du, Gott spricht zuerst im Traum zu einem, warnt einen. Und ich bin Gott dankbar für die Warnungen. Und dann sehe ich im Traum, ich fahre einen amerikanischen großen Schlitten. Und was heißt, ich nicht fahre nicht, sondern der Schlitten steht unten im Graben. Und da kommt jemand zu mir, diesen Schlitten darfst du haben, wenn du auf die Straße kriegst. Und ich habe irgendwie das Auto auf die Straße gekriegt. Und das war mein Auto nachher später. Also, ein paar Tage später kommt ein Bruder, der nicht mehr in dem Haus wohnte, der nach Amerika ausgewandert war, und der sieht den Schrank und sagt, Johannes, ist das nicht mein Schrank? Ich habe gesagt, ja, der war im Keller. Den habe ich hochgebaut, hochgebracht, ein bisschen hochgepäppelt, so Scharniere angebaut, verstehst du? Ja, und mehr nicht. Ich hätte gerne diesen Schrank wieder zurück. Weißt du, normalerweise hat er gesagt, komm, hör doch auf. Ich habe das alles gemacht, das ist jetzt mein Schrank, ich wohne jetzt hier im Haus. Aber mein Traum hat mich erinnert an diesen amerikanischen Schlitten. Gib ihm, gib ihm. Ich habe diesen Schrank ihm gegeben, um des Liebens, Friedens willen. Und als ich dann nach Berlin kam, hat er mich sogar lange Zeit unterstützt finanziell. Ja. Ich hätte ihn als Feind, verstehst du? Aber ich habe ihn dadurch, dass ich gesagt habe, nimm den Schrank, wenn du denkst, dass es so ist. Ich habe den Schrank wieder abgebaut und sogar noch runtergetragen, dass er das mitnehmen kann. Sei großzügig und du wirst die Gnade Gottes erleben. Ja. Und hör, was der Geist dir sagt, was dir deine Träume sagen, deine Gefühle sagen, deine Sensibilität dir sagt. Ja. Erlebe, wie der Heilige Geist dich besänftigt, die bei dir das Leben ausgleicht. Ja, er ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Ja, ich habe später einen anderen Strang mir besorgt. Entdecke das volle Leben, die Fülle Gottes. Berühre den Himmel, berühre das Paradies. Halleluja, Halleluja, berühre es. Lebe nicht abwärtstrend, sondern aufwärtstrend. Fang an so zu leben. Ja, wenn du willst, nimm's. Ich nehme sowieso das alles nicht mit ins Grab. Ein schöner Schrank, aber lass es. In meiner Bibel heißt es, die auf den Herrn harren und hoffen, fahren auf wie Adler. Die werden jung, die laufen und die werden nicht müde. Eine interessante Geschichte. Das gehört auch zu diesem Thema, erlebe deine Wunder. Weißt du, was mit diesem Adler geworden ist? Sein Schnabel ist verhornt, er kann nicht mehr richtig fressen. Und
Die Spatzen, die er vorher jagte, die kacken auf seinem Kopf und machen sich lustig. Was? Du willst uns jagen? Feigling und so weiter. Bis er sich nochmal ärgert und den Schnabel abbricht und jetzt ein neuer Schnabel wächst. Ja? Erlebe deine Erneuerungswunder, dass du von Tag zu Tag erneuert wirst, dass plötzlich dir der Schnabel wächst, die Federn wachsen, ja, dass du dich wieder die Federn putzen kannst, dass du wieder Krallen hast, dass du wieder jagen kannst. Schärfe deine Krallen mit aller Liebe. Fang an, Gott zu dienen und nimm das Land ein. Ja, so viele Christen sind geistlich schwach und alt geworden, müde geworden, bedeutungslos geworden, mühselig. Ja, du brauchst gute Speise, Wort Gottes. Ja, hör Gottes Wort. Ich predige so viel Predigten. Ja, ich gebe das weiter, was Gott mir gegeben hat, wo er mich stark gemacht hat, damit du auch stark wirst. Viele Christen sind unglücklich, geben der Welt die Schuld, dem Teufel. Ja, aber letztendlich sind sie selbst für ihre Misere verursacht, schuldig. Psalm 103, da lese ich, er, der Herr, macht mein Leben reich und erneuert mich täglich meine Kraft, dass ich wieder jung werde wie ein Adler. Und da fahrst du auf, ja, wie ein Adler. Dein Schnabel muss wieder wachsen. Fang an, Gott zu loben und zu preisen. Auch für Situationen, die du nicht verstehst, die dir nicht schmecken. Ja. Hör die Predigten. Sie werden dich in einen Erneuerungsprozess hineinführen. Und die Erneuerung ist nötig für das Überleben als Christ. Ja, wir müssen von Tag zu Tag erneuert werden am inwendigen Menschen, dass wir wieder anfangen zu lieben, dass wir wieder die Situation durchstehen, über den Berg kommen, es durchhalten, noch ein paar Meilen und ich bin zu Hause am Ziel. Der Glaube kommt aus dem Hören, meine Lieben, und deshalb ist es so wichtig, hör die Predigten. Ich kann nicht eindringlich genug sagen, ja, meine Predigten werden dir helfen. Warum? Weil sie mir geholfen haben. Und ich erzähle nur Dinge weiter, die mir geholfen haben. Wie beim Adler. Ja, schärfe deine Krallen, damit du wieder Beute jagen kannst. Du brauchst ein gutes Futter, damit dir deine Feder wieder wachsen und nicht die Spatzen, die auf den Kopf kacken. Ja, ich predige viermal in der Woche, damit du als Adlermensch deine Feder pflegen kannst. Der Vogel muss seine Federn regelmäßig putzen, selbst wenn es ein Huhn ist. Ja, die müssen ihre Federn putzen, sonst verdrecken sie es, sonst kommen sie nicht mehr hoch, sonst können sie nicht mehr jagen. Ich gebe weiter, was Gott mir in 75 Jahren gegeben hat, was ich gelernt habe. Ich habe so viel Lehrgeld bezahlt, meine Lieben. Ich wäre froh, ich hätte solche Predigten gehört. Aber nein, ich musste alles selber entdecken, ausprobieren, ach, was weiß ich. Ich musste von der Picke lernen, wie macht man das, wie macht man das, wie macht man das. Selbst auf der Bibelschule habe ich das nicht gelernt, verstehst du? Da habe ich lauter theologische Begriffe gelernt, was das in Hebräisch heißt, was das in Griechisch heißt, was das in Lateinisch heißt. Aber das heißt, was heißt das für mich persönlich? Und das ist das Wichtigste, was heißt das für mich persönlich? Ich gebe dir meine Erlebnisse weiter. Nur, ja, ich teile gerne weiter. Je mehr ich weitergebe, desto mehr bekomme ich wieder. Ich bin ein Egoist. Glaub mir das. Ja, ein Egoist. Frag doch die Alten. Frag doch deinen Opa, deine Oma, dein Großvater, wie die Zeiten der Not, wie sie das überlebt haben, in Zeiten von Mangel und Hunger und Krieg und Trümmer. Frag, wie habt ihr das gemacht? Oma, wie hast du das gemacht? Sag doch ganz einfach, ich weiß gar nicht. Das ist einfach von selbst gekommen, verstehst du? Ich habe es einfach gemacht. Ich habe es einfach gemacht. Also ich staune, was für ein Einfallsreichtum die Alten früher gehabt haben, wie sie ihr Leben gemeistert haben. Ja, mit dem Handwagen sind sie durch die Gegend gefahren und haben gebettelt. Die waren nicht unter ihrer Würde. Ja, waren auf dem Schwarzmarkt. Nachbarschaftshilfe, haben improvisiert. Die Alten waren noch schöpferisch, erfinderisch, ideenreich. Ohne die Alten wärst du, Bruder, Schwester, heute gar nicht da. Wärst gar nicht da. Wenn demnächst in Deutschland kein Wunder geschieht, wird Deutschland aussterben. In aller Liebe.
Ich muss kein Prophet sein. Ja, die Presse, die Medien predigen uns jeden Tag. Da läuft bei uns bald nichts mehr. Ein Pflegeheim wird nach dem anderen zugemacht. Ja, schließt ein Pflege nach dem anderen. Wer wird die Alten pflegen? Und wir werden in Deutschland so viele Alte haben nach dem Babyboom. Krankenhäuser werden dicht gemacht. Wir haben jetzt schon keine Medikamente bald für die Krankheit und für die Krankheit. Ja, vieles wird im Ausland verlagert und dort produziert. Tausende Kindergärten fehlen hier in der Bundesrepublik. Fachkräfte fehlen, Personal fehlt, Handwerker fehlen. Ja, die fehlen. Industrie wandert aus, Bauernhöfe werden geschlossen. Schau doch an, wo das alles hingeführt hat. Wir werden systematisch kaputt gemacht. Das sind auch negative Begleitwunder. Wenn du das nicht merkst, das sollte uns in Alarm bringen. Verstehst du, wir sollen aufwachen. Deutschland, wach auf. Ja, Deutschland verblutet. Du kannst hier nur staunen und dich amüsieren, über wie sich allmählich so Deutschland alles so abbaut. Ja, die Deutschen, die Europäer und der ganze Westen will die Welt als Lehrmeister belehren. So macht man das und so macht man das und so macht man das. Verstehst du? Demokratie den Leuten beibringen. Aber die Alten haben Demokratie gelebt. Hat der eine dem anderen geholfen? Verstehst du? Ja, ich weiß doch, ja, wenn bei uns Salz gefehlt hat, ist meine Mutter rübergelaufen zum Nachbar und hat Salz sich ausgeliehen. Verstehst du? Oder das und jenes. Das ist normal. Demokratie. Du kannst nur staunen. Ja, der General hat recht gehabt. Helft euch selber, dann hilft euch Gott. Ja, ihr habt genug Obdachlose und Arme bei euch zu Hause. Ich kann die Welt nicht retten, du auch nicht und wir auch nicht. Wir wollen es auch gar nicht. Wir wollen nur unsere Seele retten. Meine Bibel sagt, eile, rette deine Seele. Und das ist das größte Wunder, wenn deine Seele gerettet wird. Ja, tu was für deine Seele, damit du nicht ewig die Mühle Satans wie der alte Simson treten musst. Verstehst, Augen ausgestochen, keine Erkenntnis, kein Durchblick, keine Ahnung, überhaupt nichts, verstehst. Er tritt die Tretmühle der Philister und im Hause des Götzen Dagons, verstehst, und dann sagt, lieber Gott, guck mal, die spotten meiner, die lachen mich aus, die hänseln mich. Ich möchte noch einmal, gib mir noch einmal, lieber Gott, dass ich mich für meine Augen wenigstens räche. Und dann streckt er die Hände aus, fragt den Buben, wo ist die Säule und die Säule vom Tempel. Und dann, er merkt, meine Kraft ist gewachsen, macht einen Schreier. Und meine Bibel sagt, der Simson hat in dieser Nacht mehr Philister getötet als in seinem ganzen Leben. Du magst denken, was du willst hier, verstehst du? Aber noch einmal, Gott, ja, noch einmal möchte ich ein Wunder erleben, ein persönliches Wunder. Trachte nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, vertraue ihm, halte dich an ihm, halte durch. Noch einmal, und dann kracht der Tempel des Dagon, stürzt in sich zusammen. Unser Gott, meine Brüder und Schwestern, unser Gott wird seinen Auserwählten Recht verschaffen, die zu ihm rufen, Tag und Nacht. Das ist für mich eine biblische Verheißung. Er wird dir und mir und uns Recht verschaffen. Mein Glaube an Gott gibt mir den Weitblick. Ich habe eine gute Prognose. Dein Reich komm, dein Wille geschieht, Vater im Himmel. Ich danke dir. Ja, ich habe gute Informationen. Die Welt steuert auf eine Katastrophe, auf einen Schiffbruch. Vielleicht geht es dir auch heute Abend so, wie dem lieben Paulus gegangen ist, der im Schiff 14 Tage haben sie schon keine Sonne gesehen, als er auf dem Weg nach Rom war. Apostelgeschichte 28. 14 Tage sahen wir keine Sonne. Aber dann sagte, heute Nacht stand der Engel des Herrn bei mir. Und er sagte, das Schiff wird untergehen. Aber alle, die mit dir mitfahren, die werden gerettet. Halleluja. 278 Seelen. Das Schiff, die Kirche, der Verein, was weiß ich, die Firma, das Vermögen, das wird untergehen. Aber die Seele und die Seelen, die mit dir mitfahren, werden gerettet werden. Warte ab. Und so kam es. Das Schiff strandete und sie landeten auf einer Insel, eine Geschichte für sich selbst. Ja. Und dann gehen sie Italien hoch, die Via Appia, bis nach Pompeji.
Dort finden Sie ein paar Brüder, ein paar Geschwister, die nehmen Sie auf und die begleiten Sie weiter. Zuerst mal bewirten Sie und dann führen Sie weiter. Gottes Sache geht weiter, auch wenn du zu Fuß laufen musst und nicht mehr mit dem Schiff. Du musst aus diesem System ausbrechen, aus dieser Leistungsgesellschaft. Ja, du musst nicht nur gesegnet sein, sondern du sollst sogar mehr haben als den Segen. Ja, die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart des Herrn in deinem Leben. Schwimme auf der Segenswelle. Das habe ich die auch vor kurzem eine Botschaft bekommen. Schwimme auf der Segenswelle. Ich weiß nicht, ob du schon so einen Wellenreiter gesehen hast, auf Hawaii oder sonst wo. Weißt du, der geht von Welle zu Welle und der geht mit der Segenswelle und dann wechselt er die Welle. Ich könnte stundenlang diesen Wellenreitern zugucken. Und Gläubige sind Wellenreiter auf der Segenswelle. Sie nehmen eine Welle nach der anderen. Ja, die eine Welle verläuft sich wieder und dann nehmen sie die nächste Welle. Erlebe deine Wunder, wie du mit Gott deine Krisen bewältigst und über dich selbst hinauswächst. Erlebe. Der Teufel möchte dich stilllegen, dich lahmlegen. Ja, das haben wir ja in der Corona-Zeit miterlebt, was alles passiert ist, in diesen ganzen Lockdowns. Ja, übernehme Selbstverantwortung für dein Leben und trage die Frucht des Glaubens, trage die Frucht des Glaubens. Glaube an Wunder. Ein jüdischer Mensch hat mal gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Werde ein Realist. Glaube an Wunder, an Liebe und Glück. Glaube und schau nach vorne und niemals zurück. Schau nach vorne, das Beste kommt noch. Verstehst du? Sterben. Wir müssen alle sterben, ja. Aber nein, für uns kommt noch das Beste. Werde ein Optimist. Gott sagt in 2. Mose, Kapitel 19, Vers 5, jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde, ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Du, ich, wir miteinander. Jetzt aber, wenn du auf meine Stimme hörst, was er euch sagt, ja, dann werdet ihr Könige und Priester sein, ein auserwähltes Volk. Dann machst du einen Unterschied. Dann erlebst du die Wende in deinem Leben. Wenn wir Gott gehören, Nummer eins zuerst, wenn wir Gott gehören, leben wir ein sinnvolles Leben. Das ist schon ein Wunder. Mein Leben macht mir Sinn. Verstehst du? Ich weiß, wofür ich da bin. Wofür ich mein Geld einnehme, wofür ich mein Geld ausgebe. Unser Leben hat ein Ziel. Wir leben nicht umsonst, Geschwister. Wir leben nicht vergeblich. Jetzt aber, wenn wir Gott gehören, findet unser Leben Erfüllung. Ich habe so viel Freude. In Görlitz hat mal einer, ein Steinmetz, an der Kirche gearbeitet und geklopft. Und dann kommt einer vorbei, was machen Sie hier? Sagt er, hier klopfe ich die Steine, aber ich baue Gottes Haus. Ja, ich baue Gottes Haus, ich klopfe hier die Steine. Ja, hier klopfst du die Steine, aber du baust Gottes Haus und du baust dein Lebenshaus in aller Liebe. Wir gehören Gott. Wir werden ein Volk von Priestern und Geheiligten sein. Wir sind etwas Besonderes. Seit wann hast du dir auf die Schulter geklopft und gesagt, ich bin was Besonderes durch die Gnade Gottes? Nicht von mir. Ich kann mich nicht rühmen. Wir können uns nicht rühmen. Aber die Gnade ist es. Erbarmen und weiter nichts. Ja. Durch unser 3G, ich habe gestern noch von 3G gesprochen, geben, gehen, Gebet. Und ich habe noch das 4G gefunden, Geduld. Ja. Verändern wir die Situation. Wir machen aus der Wüste Gartenland, das ist doch ein Wunder. Ich bin auf dem Sinai, habe hier einen Verwandten beerdigt von einem, der dort bei den in der Nabatäerstadt ist. Und ich habe erzählt, ich gehe nächste Woche nach Israel. Dann sagt sie, ja, wenn Sie auf der Sinai sind, besuchen Sie meinen Onkel. Und dieser Onkel dort, der ist was ganz Besonderes, hat sie mir erzählt. Der in der Wüste, der legt die Steine so, dass es Kondenswasser bildet. Und dann zieht er Wasser für seinen Garten und hat einen wunderbaren Garten. Nur aus dem Kondenswasser, aus der Sonne, aus der Luft holte sie Wasser. Und den Mann habe ich kennengelernt. Verstehst du? Sagte, ich lebe hier frei. Keiner streitet mir die Wüste ab.
Das haben sie mir geschenkt, verstehst du? Und ich mache hier aus Wüsten Sandgartenland. Fang du aus deinem Wüsten Sandgartenland zu machen. Wenn ich dein Wunder glaube, ist kein Realist. Wir beten für andere, geben für andere, wir gehen für andere und wir selbst werden dabei zu Kanälen des Segens. Wir werden gesegnet. In dem Moment, wo du was weitergibst, wirst du am allermeisten gesegnet. Durchgetragen von der Gnade Gottes, profitierst du am allermeisten. Da bleibt bei dir was hängen. Wie auch immer. Wenn ich meine Predigt vorbereite, da lerne ich am allermeisten. Ich weiß nicht, ob du schon sowas gelernt, mal gemacht hast, wenn du für den Aufsatz was geschrieben hast, ja, und so weiter, und das Material zusammengetragen hast, dann lernst du am allermeisten. Und so ist, wenn du etwas machst, ja, für andere, wirst du am allermeisten profitieren. Wenn wir für andere beten, erleben wir so viel Gutes. Gott segnet, was? Es läuft durch uns. Wir sind so Durchlauferhitzer. Und wir werden gesegnet. Und der wird auch gesegnet. Und durch den werden wir wieder gesegnet. Weißt du? Dann entsteht so ein Kreislauf. Wir tun was Gutes für uns selbst dabei, wenn wir für andere beten, wenn wir andere unterstützen, wenn wir anderen dienen. Wenn wir für Gott gehen, gehen wir am allermeisten, am allerweitesten. Weißt du, ich habe so viel mit dem lieben Gott erlebt auf dieser Welt, ob Philippinen ist oder Asien ist oder irgendwo anders in Europa. Ich bin für Gott gegangen, habe gedient. Ich habe so viel gesehen und so viel erlebt. Das hätte ich nie und nimmer erlebt, wenn ich das nur für mich gemacht habe. Weißt du, ich habe nicht Urlaub gemacht. Und doch habe ich Urlaub gemacht, verstehst du? Ja, ja, manches Jahr hier in Deutschland 17 Wochen Zeltmission gemacht. Ich habe mit meinem Wohnwagen irgendwo kampiert. Habe ich Ferien gehabt, meine Familie hat Ferien gehabt und abends habe ich gepredigt. Profitiert, verstehst du? Verstehe, was profitieren ist, nicht prophezeien, profitieren. Wir fangen an, das Positive zu sehen, überlegen uns, wie können wir noch mehr Gutes tun. Ja, wir arbeiten an der ganzen Geschichte. Und je mehr wir uns um andere kümmern, desto mehr kümmert sich Gott um uns, ihr Lieben. Ja, und das ist so ein Dreieck. Gott segnet mich, damit ich zum Segen für andere bin und damit die anderen Gott preisen. Herr, segne den Herrn mal, tut es, dass so viel Liebe mir gezeigt hat. Ja, oder was auch immer ist, verstehst du, der mich so gut behandelt hat. Sie werden euch aufnehmen in ihren Hütten, heißt es in der Bibel, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Wir Menschen sind Gemeinschaftswesen. Egoistische Menschen bekommen nichts, die bleiben Einzelwesen. Erlebe deine Wunder. Lass dich immer mehr auf das Abenteuer des Segens ein. Gestern war mein Thema, gib und dir wird es gegeben. Suche das Wohl des anderen und du überlebst an dir oder erlebst an dir das Handeln Gottes. Erlebe diese Begleitwunder. Ja, der Herr plötzlich begleitet. Engel singen, stehen an deiner Seite. Engel werden dir vorangehen und dir den Weg ebnen. Markus Kapitel 16, Vers 17. Das sind die Wunder, die diejenigen begleiten werden, die da Glauben haben. In meinem Namen werden die Dämonen vertreiben und sie werden in neuen Sprachen reden, etc., etc., etc. Ja, Jesus gibt uns Autorität, Dämonen zu vertreiben. Vertreib die Dämonen in deiner Umgebung, verstehst du? Da findest du so viel Unpässlichkeiten, dass du sagst, das kann niemals von Gott sein. Ja. Räume den Bösen auf. Jesus hat seine Macht dir und mir delegiert. Du hast die Befugnis, das Recht, mit dem Negativen aufzuräumen, den Dämonen zu befehlen. Dämonen sind gefallene Geister und Geister haben sowieso die Hosen voll. Verstehst du, sie haben Gott nicht gehorcht und Gott hat sie aus dem Himmel rausgeschmissen. Und jetzt tun sie, weil sie Angst haben, da passiert noch Schlimmeres. Ja. Ja, die schreien sogar einmal bei Jesus, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Ja, die wollen noch nicht in die Hölle, aber du kannst sie in die Hölle schicken. Geister gehen, wenn wir ihnen befehlen. Sie sind bestimmt für die Hölle und sie müssen gehorchen. Sie müssen gehorchen, weil Jesus in uns wohnt. Der Herr. Und der Herr ist Herr über allem. Halleluja, über allem, über alles. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und auch unter der Erde. Ich habe den Schlüssel des Todes und des Himmels. In seinem Namen zu sprechen, das ist, was du jetzt lernen solltest. Erlebe
deine Wunder. Fang an, im Namen des Herrn zu sprechen und zuerst mal aufräumen. Meine Panzer kommen. Tja, macht Platz. Macht Platz. Macht Platz. Ja. Und du musst auftreten als General. Jesus gab uns seine Vollmacht, das gesetzliche Recht, stellvertretend hier für ihn zu handeln, zu befehlen. Der Herr bedarf sich seiner oder seiner, in seinem Namen zu sprechen, sein Reich zu bauen, für seine Sache zu kämpfen, für ihn in dieser Welt zu handeln, ja, und siegreich zu sein. Jesus gab uns Vollmacht über alle Gewalt des Feindes. Lies mal deine Bibel. Alle Gewalt des Feindes, auch über die Stechmücken. Ja, über alles. Es fliegen die Stechmücken. Ich habe heute schon eine getötet. Aber der Herr straft mich deswegen nicht. Ja, Jesus gab dir die Vollmacht, überlegen zu handeln, dem Teufel zu widerstehen, ihn zu unterwerfen. Wir müssen nur davon reden und uns Gott unterordnen. Geschwister, Gott unterordnen. Matthäus 28, Vers 18, lies mal. Mir ist alle Gewalt gegeben, hat der Herr gesagt. Beachte, Jesus hat nicht irgendwelche bestimmte Macht. Er hat Macht nicht nur über Israel oder über ein Land dieser Welt, sondern über alles. Über alle Völker, alle Geister, alle Gespenster. Ja. Und hat Macht im Himmel und auf Erden. Erlebe deine persönlichen Wunder ganz schnell in deinem Alltag, in deiner Umgebung, an dir selbst. Ja. Du hast Zahnschmerzen, leg die Hand drauf und sag, lieber Gott, hilf mir meinen Zahnschmerzen. Ich habe jetzt keine Schmerztabletten hier, aber jetzt heile mich, berühre mich und Gott wird dich heilen. Ja, in meiner Bibel heißt, leg die Hände auf. Nicht wo und wem und was. Ja, auch wenn ich mir selber die Hand auflege. Ich habe als junger Bursche Rückenschmerzen gehabt. Und wenn der Heilungsevangelist da war, ich habe mich nicht getraut, nach vorne zu gehen. Weißt du, denn der Pastor hat immer gefragt, was fehlt dir und so weiter. Und wenn ich gesagt hätte, ich habe Rückenschmerzen, dann habe ich immer gedacht, ja, die Herren, die alten Herrschaften werden sagen, der Bursche soll mal richtig arbeiten und dann wird er nicht mehr so jammern. Ja, ich wollte nicht sagen. Und dann habe ich mir selbst die Hände aufgelegt. Vater, in Jesu Namen, nimm meine Rückenschmerzen. Das ging weg. Vielleicht für 2 Stunden, 3 Stunden. Und dann kam es wieder. Und dann habe ich wieder die Hände aufgelegt und wieder geboten. Das kam es nur einmal am Tag. Und so ist es vergangen. Fang an, dich selbst zu heilen. Wir wollen immer, dass Jesus uns heilt. Ja, Jesus hat uns Vollmacht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione. Und du musst nicht Angst haben. Werde ein General Gottes. Und ein General ist eine Respektperson, der die Herrschaft ausübt, der Vollmacht hat, der das Kommando führt. Meine Bibel sagt, du sollst nicht der Schwanz sein, sondern der Kopf. Steht in der Bibel. Also wenn es nicht stimmt, schmeiß raus. Herrsche und lass dich nicht beherrschen. Und sobald du anfängst, Gott zu gehorchen, gehorcht dir das ganze Universum in aller Liebe. Ja. Beginnt das Wunderleben bei dir. Da fängst du, die Stürme zu stillen. Den Sturm in deinem Leben, nicht die anderen Stimmen. Lass doch die anderen Leute andere Leute sein. Kümmere dich nicht um die anderen. Kümmere dich zuerst mal über dich selbst. Und wenn du Autorität über dich selbst hast, dann hast du auch Autorität über andere Probleme. Aber solange du das nicht hast, vergiss die ganze Geschichte. Da lacht dich der Teufel aus, zieht dir die Hose ab. Ja, so wie bei diesem Söhnen von Skephas. In dem Namen Jesus, in der Paulus predigt. Und dann springt der Besessene und zerkratzt ihn. Ja. Verändere zuerst mal deine persönlichen Umstände. Heiliger Geist, sprenge bei meinen Hörern ihr Horizont, dass sie entdecken, was sie haben in dir, was sie in dir sind, was deines, das ist auch unseres heute, das ist auch uns anvertraut. Ja, Herr Jesus, sie sollen in deine Spuren gehen, sie sollen deine Boten sein, sie sollen deine Botschafter sein, lieber Heiland. Sie vertreten dich in diese Welt und lieber Heiland, gib ihnen Kraft, dass sie ihre Würde begreifen, ihre Autorität in Anspruch nehmen. Herr, und ich segne jetzt alle meine Geschwister, wo sie auch immer sind, auch jetzt im Internet und auch wenn sie zu Hause sind. Herr, segne sie, damit sie ein Segen sein können und ein Wunder erleben können. In Jesu Christi Namen. Amen.